Als ich dann gemerkt habe, dass irgendwie nichts funktioniert, habe ich mir natürlich schon sehr große Sorgen gemacht. Es hört nicht mehr auf, so, ne? Also am Ende habe ich halt keine Haare mehr und kein Gesicht mehr. Mein Selbstbild hat sich in der Zeit schon sehr extrem auch verändert. Ich hatte wirklich fast täglich irgendwelche Breakdowns. Also ich habe wirklich eigentlich jeden Tag mindestens einmal richtig krass geheult. Das war schon richtig extrem für mich, in den Spiegel zu gucken. Also es war schon eine sehr schwarze, dunkle Zeit für mich. Und das mündete auf jeden Fall auch in einer Depressivität irgendwie, ja. Hi, ich bin Nora, ich bin 32 Jahre alt und ich leide an Neurodermitis. In den letzten 2 Jahren hatte ich einen extrem krassen Schub und ich möchte euch heute davon erzählen. Neurodermitis ist eine Erkrankung der Haut. Sie ist oft damit verbunden, dass die Haut rissig, trocken, schuppig und sehr juckend wird. Sie bezieht sich allerdings nicht nur auf die Haut, sondern sie hat auch extremen Einfluss auf die Psyche, auf die mentale Situation. Es ist extrem stigmatisiert. Und es ist sehr schwer, im Alltag mit der Neurodermitis zu leben. Meine allererste Erinnerung an die Neurodermitis ist eigentlich mit 15. Da sind meine Augen irgendwie so komisch angeschwollen und ich hatte auch schon eine leichte Stelle am Hals. Das war aber dann vielleicht roundabout ein halbes Jahr und dann war das auch wieder vorbei. Ich hatte schon immer eine kreative Ader in mir und habe dann ein Kunststudium an der HFBK angefangen. Also mir hat das mega viel bedeutet, dass ich Kunst studieren durfte. Ich habe mich mega gefreut, als ich angenommen wurde. Also in der Mitte des Studiums begann dann ein extremerer Schub und ich bemerkte neue Stellen, stärkere Stellen. Und erstmal konnte ich das nicht so richtig einordnen. Es fing an mit einem angeschwollenen Auge. Ich dachte mir halt, ja, ich habe ein angeschwollenes Auge, das wird wahrscheinlich auch wieder weggehen. Das ging dann aber nicht weg. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Und ich habe mich auch oft einfach nicht mehr im Spiegel erkannt. So, ne? Also mein ganzes Gesicht war eigentlich, dadurch, dass es dann aufgequollen war, rissig war, blutig war, Hautstellen abgefallen sind und meine Augenbrauen dann auch irgendwie halbwegs ausgefallen sind, meine Wimpern, dann ist man einfach auch entstellt und es ist ziemlich schwierig, sich morgens im Spiegel anzugucken und sich einfach nicht mehr zu erkennen. Also mein Freund war zwischendurch schon so, dass der meinte, ey, ich bringe jetzt alle Spiegel ab in der Wohnung und damit das halt aufhört, damit ich halt nicht den ganzen Tag mich nur darum kreise. Also Neurodermitis verändert den Schlaf extrem. Ich habe richtig krasse Schlafstörungen dadurch. Das Gefühl, wenn man eine Nacht durchgekratzt hat, also jetzt gerade in der Hochphase auch, war richtig schrecklich dann aufzuwachen. Der Morgen war der traumatischste Zeitpunkt eigentlich im Tag, weil ich dann halt schon gespürt habe, dass halt irgendwie wieder 1000 Hautschuppen überall sind und also alles klebrig ist und die Wunden und man spürt schon, dass es alles super unangenehm ist und dann die Augen aufzumachen und zu wissen, dass man einfach in dieser Hölle irgendwie aufwacht wieder, ist es halt einfach nur schrecklich. Also es ist jetzt immer noch so, dass ich auch jeden Tag wirklich mein Bett ausschüttel. Ich glaube, meine Nachbarn finden das schon witzig, weil ich wirklich jeden Tag da stehe und meine Bettwäsche ausschüttel. Also zum Arzt bin ich schon gegangen, als die ersten Schübe begannen, also als ich das schon so ein bisschen landkartenartig da verteilt hat. Habe immer wieder Kortisonkuren bekommen, auch immer stärkere, die leider dann nicht angeschlagen haben. Um damit umzugehen, habe ich natürlich einige Sachen auch ausprobiert. Also ich habe, wie gesagt, Medikamente benutzt, die irgendwie Juckreiz stoppen sollten. Ich habe teilweise auch mal Schmerztabletten genommen, irgendwie, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Man macht Basenbäder, man versucht 1000 Sachen. Also ich habe so viele Sachen probiert. Ich finde halt auch wichtig zu sagen, dass wenn zum Beispiel eine betroffene Person sagt, es ist so schlimm für mich, ich kann es nicht mehr aushalten, ich muss jetzt halt irgendwie Cortison nehmen, dann finde ich, ist es halt deren gutes Recht und das soll auch jeder für sich selber entscheiden. Also als ich dann gemerkt habe, dass irgendwie nichts funktioniert, habe ich mir natürlich schon sehr große Sorgen gemacht. Es hört nicht mehr auf, so, ne? Also am Ende habe ich halt keine Haare mehr und kein Gesicht mehr. Also allein da war ich schon total komplex beladen, habe verschiedene Klamotten nicht mehr angezogen, habe mich nicht getraut, irgendwie am Strand mich zu entblößen oder ohne
Oberteil, also langärmlich dann irgendwie da rumzulaufen. Also ich mache meine Auswahl der Klamotten schon noch ein bisschen abhängig von meiner Haut. Also manchmal fühle ich mich einfach nicht so, dann möchte ich halt nicht unbedingt, dass jeder meine Arme oder Hände sieht. Ja, es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich einfach früher gar nicht mehr getragen hätte in der Phase. Also zum Beispiel solche Spaghetti-Träger, solche Kleider. Das habe ich mega vermisst. Also das hätte ich gerne angezogen, aber konnte ich leider nicht. Mein Outfit für heute habe ich schon rausgelegt. Schön bunt und auffällig. Ja, das hätte ich früher auf jeden Fall nicht getragen, weil es kurzärmlich ist und auch weil es einfach auffällig und lebensfroh war oder ist und ich war es leider nicht. Deswegen wäre das auf jeden Fall nichts gewesen, was ich angezogen hätte. Diese schlimme Phase der Erkrankung oder dieser ganze Schub insgesamt ging dann fast 3 Jahre. Also die Krankheit hat insofern mein Leben verändert, dass erstmal so alltägliche Sachen wie Hygiene musste ich komplett umstellen. Also ich liebe Duschen eigentlich auch immer noch und auch Baden und so, aber das ging halt dann einfach nicht mehr. Und da muss man natürlich Wege finden, wie man das dann macht. Und insgesamt, was Kleidung angeht zum Beispiel, wenn man offene Wunden hat und es auch so Wundsaft und Sekret und so weiter sich bildet, das klebt sehr krass an den Klamotten. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch das soziale Umfeld. Das hat sich bei mir dann auch extrem verändert. Also ich habe mich sehr doll zurückgezogen. Es war für mich extrem schwierig, überhaupt noch rauszugehen. Ich habe mich extrem unwohl gefühlt, auch Einkäufe oder so. Das ist dann auch bei meinem Freund eigentlich alles hängen geblieben. Mir war es dann auch irgendwie lieb, wenn man irgendwie nicht in der Gegend so spazieren geht oder so, weil ich einfach keine Lust hatte, Leuten zu begegnen. Es wohnen auch viele Freunde hier bei mir im Viertel und selbst meinen Freunden wollte ich halt nicht im Viertel begegnen. Ging gar nicht mal nur um fremde Leute, sondern ich habe mich einfach generell so unwohl gefühlt, dass ich nicht mal meinen Ängsten mich so zeigen wollte. Und das mündete auf jeden Fall auch in einer Depressivität irgendwie, ja. Also wir sind jetzt gerade an der Elbe, die seht ihr hinter mir. Und hier war ich oft zum Spazieren, um Menschenmassen zu meiden. Also hier war ich dann ein bisschen ungestört und konnte den Leuten sozusagen aus dem Weg gehen. Also ich bin oft hier gewesen in der Phase, in der es mir richtig schlecht ging und ich mich besonders hässlich gefühlt habe, besonders unangenehm gefühlt habe und sehr depressiv war. Ja, da bin ich einfach hierher geflüchtet, um meine Ruhe zu haben und irgendwie ein bisschen rauszukommen und Luft zu schnappen. Also mein Selbstbild hat sich in der Zeit schon sehr extrem auch verändert. Ich hatte wirklich fast täglich irgendwelche Breakdowns. Also ich habe wirklich eigentlich jeden Tag mindestens einmal richtig krass geheult. Das war schon richtig extrem für mich, in den Spiegel zu gucken und mich zu sehen, weil ich mich nicht mehr gesehen habe. So. Ich habe einfach meinen Spirit irgendwie verloren. Also ich war eine sehr lebensfrohe Person, ich habe viel unternommen und hatte Spaß. Ich habe, wie gesagt, künstlerisch mich gerne ausgelebt und so weiter und das ist alles auf der Strecke geblieben. Also ich hatte gar keine Energie mehr dafür, auch irgendwie überhaupt irgendwie künstlerisch zum Beispiel zu arbeiten oder so. Ich hatte einfach für nichts mehr Kraft und auch keine Lust mehr. Also ich erinnere mich noch an einen Tag, da war ich super verzweifelt, bin hierher gekommen und dachte so, ich versuche jetzt mal irgendwie ein bisschen zu joggen sogar, was ich sonst eigentlich nie mache. Aber ich wollte mich irgendwie auspowern, weil ich einfach so viele Gefühle in mir hatte. Und dann bin ich gelaufen und es hat angefangen zu hageln und zu gewittern und ich habe einfach nur total losgeheult, weil alles lief runter und das hat mich aber mega befreit. Also es war auch irgendwie ein total emotionaler, schöner Moment irgendwie. Give a little time to me. Also Zukunftsängste hatte ich generell total krass, weil ich dachte, das wird nie wieder weggehen, das wird nie wieder okay und ich muss mich jetzt damit abfinden, dass ich so aussehe. Und auf der anderen Seite waren das natürlich Zukunftsängste, so wenn ich so weiter aussehe und mich damit nicht arrangieren kann, wie soll ich dann eine Zukunft aufbauen, wie soll ich eine Arbeit finden, wie soll ich einem Job nachgehen. Dann stand meine Abschlussprüfung an für den praktischen Teil des Kunstabschlusses sozusagen. Muss man eine Ausstellung vorbereiten. Ich weiß noch, dass ich dann in die Uni gekommen bin, mich schon total zusammenreißen musste, die Stufen hochgegangen bin und dann ins Atelier die Tür aufgemacht habe und einfach zusammengebrochen bin und da losgeheult habe.
Trotz aller Schwierigkeiten ist es mir dann trotzdem gelungen, mein Studium erfolgreich zu beenden und bin auch mega stolz, dass es alles geklappt hat. Ja, also ich bin einfach froh, dass ich das doch noch durchgezogen habe. Also wir sind jetzt gerade in meiner ehemaligen Kunsthochschule und ich hole jetzt hier gleich mein Absolventenbuch, Jahresbuch ab und treffe dann meine Freundin Lara. Hallo! Ja, ich bin Lara und ich habe Nora im Grundjahr im Studium kennengelernt. Also am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, da warst du auf jeden Fall etwas, ja, du warst super aufgeschlossen und wir sind oft feiern gegangen, auf Kunstausstellungen gegangen, Sekt getrunken. Genau, was man halt so macht. Und irgendwann hat es dann angefangen, dann gab es natürlich mal so Phasen, wo du dich mal ein bisschen zurückgezogen hast, aber nicht so doll. Und als jetzt der ganze Stress so extrem losgegangen bist, hat man auf jeden Fall gemerkt, dass Nora sich total doll zurückgezogen hat. Und dann ist es einfach Stück für Stück natürlich doller geworden. Also so normale Fragen, die man dann fragt, wie willst du mit mir einen Kaffee trinken? Oder hey, wollen wir abends irgendwie ins Kino gehen oder so? Diese Aktivitäten haben dann gar nicht mehr stattgefunden. Und dann macht man sich natürlich schon Sorgen und fragt man sich natürlich auch, okay, was kann ich tun? Wie kann ich dir helfen? Ich bewundere, glaube ich, vor allem am meisten, dass, wenn Nora Tiefpunkte hat, richtig starke Tiefpunkte, dass sie trotzdem immer wieder sich selber da auch rausholen kann und trotzdem versucht, Sachen durchzuziehen, wie den Abschluss. Was ich auch verstanden hätte, wenn sie das nicht gemacht hätte, auf jeden Fall. Nach Abschluss des Studiums war es dann so, dass ich gemerkt habe, es muss sich was verändern. Und da war mir dann klar, okay, ich möchte erstens irgendwas für meine mentale Situation tun. Also ich brauche irgendwie psychologische Unterstützung. Mein Selbstbild hat sich in der Therapie massiv verbessert. Also ich habe dann zum Beispiel in der Zeit auch irgendwie viel mehr gelernt, dass mein Charakter ja das Hauptdetail meiner Person ist sozusagen und dass ich daraus lebe. Auch wenn ich äußerlich anders aussehe, bin ich ja innerlich noch der Mensch. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der mir dann klar geworden ist in der Zeit und auch für den ich dankbar bin. Nachdem ich die Therapie begonnen hatte, habe ich schon gemerkt, dass sich irgendwie eine Verbesserung einstellt. Es war ja eine sehr geballte Zeit. Also ich hatte meinen Abschluss, ich hatte den Umzug und ich hatte die Therapie. Das war alles so in einem Zeitraum. Und es waren viele positive Ereignisse. Und dementsprechend habe ich auch sehr positives Feedback auf meiner Haut verspürt danach. Also es ging sehr schnell voran und es wurde wirklich in signifikanten Schritten viel besser. Also heute bin ich immer noch Neurodermitikerin und das werde ich wahrscheinlich auch ein Leben lang bleiben. Es ist jetzt nicht so, dass ich geheilt wäre, aber ich merke halt täglich, dass es vorangeht, dass es besser wird. Das Verhältnis zu mir selbst hat sich auf jeden Fall verbessert. Heutzutage können Spiegel in der Wohnung hängen, ohne dass ich da stundenlang dran kleben bleibe und gucke, wie sehe ich aus. Natürlich habe ich hier und da meine Problem stellen oder bin unzufrieden und manchmal bin ich auch immer noch genervt, wenn die Haut dann doch wieder irgendwie schlechter ist. Aber generell bin ich da total entspannt mit mir selbst und weiß jetzt auch, wer ich bin und dass das egal ist. Hattest du vielleicht auch schon mal Hautprobleme? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Schreib uns das mal gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Lust habt, schaut auch gerne beim Y-Kollektiv vorbei.